Oh, na, den Bahnhof, ne? Und wir warten eigentlich immer darauf, dass hier mal frei ist, ne? Dass ein Zug. Da kommt schon wieder der nächste, ne? Wo will der hin? Der kommt auch hierher. Das ist natürlich blöd, weil der. Können wir das schnell abreißen? Können wir das jetzt abreißen? Ich setze den jetzt zurück. Ist der Zug zurückgesetzt? Nein. Okay, sehr gut. Das ist wichtig, weil sonst ist die Ware weg. Und das wollen wir ja nicht. Also Bahnhof mit Stellwerk. Das ist dann das. Wie? Zu wenig Platz. Oh mein Gott, das funktioniert aber so. Hier kriegen wir ihn hin. Also ich kriege hier den Anschluss noch einigermaßen sauber hin. Das funktioniert. Ich kaufe das jetzt erstmal und eigentlich möchte ich aber, wenn möglich. Das geht gerade nicht. Da ist nämlich der Zug drauf. Aber der kommt jetzt halt da rein. Das ist in Ordnung. So, wir haben hier den Anschluss. Und das muss auch nicht alles zweigleisig sein. Nicht der gesamte Weg. Hauptsache so ein bisschen. So. Und der Abschnitt hier kann weg. Und dann so auf dem Weg, so in der Mitte. Nee, ich glaube, da können wir nochmal zwei. Wir haben acht Geld, haben wir genug. Dafür reicht es tatsächlich. Deswegen können wir. Naja, irgendwo hier ist so ein kleiner Schlenker drin am Wasser lang. Das ist doch eine schöne Position. Da würde ich Versorgungsturm reinbauen. Ich würde ein paar Signale dazu bauen. Es ist immer so, er zwingt einen auf Linksverkehr. Ich weiß auch nicht. Die Signale sitzen, wenn ich sie setzen möchte, immer falsch rum. Immer. Also immer nicht so. Warte mal, nee, das war ja so. Gar nicht so gut, es so lang zu machen. Entweder ist die Strecke komplett zweigleisig oder wenn wir so Ausgleichsstücken machen, dann reicht auch kürzer. Hauptsache, da kann dann ein Zug stehen bleiben und warten. Und dann machen wir das nämlich hier unten nochmal. Und das mache ich jetzt ein bisschen absichtlich, ein bisschen länger, weil ich einen Versorgungsturm in die Mitte stellen möchte, damit der Zug daran vorbeifahren kann, wenn der andere da steht. Also, dass der nicht, während er beladen wird, irgendwie hinten das dicht macht. Deswegen muss da ein bisschen mehr Platz. So, wir müssen die nächste Aufgabe erfüllen. Wir brauchen eine Zuglinie von Örebro nach Nyköping. Und die Reihen, ja, die können wir uns leisten. Die soll im Idealfall mit Knäckebrot. Oh nein. Wir haben kein Knäckebrot auf Lager. Verdammt. Ist ja blöd. Was kommt hier? Hier kommen Würste. Der hier hat vier Knäckebrot gerade mitgenommen. Wieso steht hier, wird gewartet? Das stimmt doch gar nicht. Der fährt doch da. Oh, weia. Wo kriegen wir denn jetzt Getreide her? Hier unten. Aber wir haben schon Mai, ne? Und das ist so knapp von der Zeit her. Ich bezweifle das wieder, dass wir es schaffen. Ich glaube. Oh Mann, wie dumm. Dumm, dass das hier wieder nur bis. Ne, da hätte man es gleich richtig bauen können. Hier. Knete reicht nicht. Wir kriegen die Stadt einfach so nicht angeschlossen, nicht versorgt und Wachstum und so weiter. Das geht einfach nicht. Und was haben die für überhaupt für eine Fabrik? Eine Brennerei? Die brauchen Gemüse oder Kartoffeln und Kartoffelschnaps. Ist jetzt auch nicht wirklich in der Nähe. Die Aufgabe, ich gucke nochmal, ne? 56, 17.000 Einwohner, nie im Leben. Und 56, Linköping auch. Und nur noch ein halbes Jahr Zeit und wir haben noch nicht mal alles gebaut. Wir haben es noch nicht mal angeschlossen. Geschweige denn mit irgendwas versorgt. Ah, aber die Frage ist, wo fange ich neu an? An welcher Stelle? Wir haben es jetzt 56. Wir haben
53 angefangen, also tatsächlich sind irgendwo 54. Das hatten wir gerade so geschafft. Aber schaffen wir das auch noch? 53 oder wir hatten es im Dezember geschafft, ne? Wenn wir da sagen, im Juni 54. Man könnte noch, ne? Das ist ja auch so eine Überlegung. Ich bin aber kein großer. Oh, die sitzen. Die Signale falsch. Nicht wirklich ein Freund davon. Wieso geht dann das nicht? Achso, weil hier der Anschluss jetzt fehlt. Kein großer Freund davon, die Sachen immer abzureißen. Also man könnte ja Geld zurückgewinnen, wenn ich sage, ja, ich erfülle die Aufgabe 1. Und die nächste Aufgabe, dafür reiße ich alles, was ich bisher gemacht habe, wieder ab. Aber ist ja auch irgendwie Quatsch. Finde ich. Ich brauche mehr Geld für, um mir dahin zu bringen. Aber den fehlt ja Fisch auch. Den hatten wir auch noch nicht eingerichtet oder der ist noch nicht angekommen. Ne, da fährt noch keiner. Wenn man sowas macht. Örebro ist sogar geschrumpft oder schrumpft, also verliert Einwohnerzahlen, weil Bedarfsdeckung unter 30% ist. Ja, klar, wenn wir ihnen das ganze Knäckebrot abziehen und nicht ausreichend mit Getreide versorgen, dann ist eben schlecht. Ne? Dann gefällt es den Leuten da nicht mehr. Das ist natürlich auch blöd. Aber ich wüsste jetzt nicht, also was ich anders machen soll. Da ich weiß, was kommt, kann ich versuchen, es schneller zu machen. Unten kann man was kaufen, aber das braucht doch kein Mensch. Das hier müssten wir halt machen, aber es ist halt kein Geld da. Dann nehmen wir halt die wir uns jetzt leisten können. Ich habe noch irgendwas anderes zu Personal reduzieren. Das ist nicht schlecht. Können wir machen. Ein Marktschreier. Der macht nur Werbung, ne? Der macht Post- und Passagieraufkommen. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht muss ich das hier früher freischalten. Und nicht sagen, ah, ich muss hier Geld sparen und erstmal hier drüben bauen und das und das und das und so, sondern hier gleich freischalten und dieses Ding hier, die Patterson Farm, lass uns nochmal sehen. Die war nämlich nicht erreichbar für uns, aber die ist, glaube ich, extrem wichtig, weil die einfach Örebro mit Getreide versorgt und zwar auch im Winter. Was wir hier ja nicht hatten. Also von da oben, das kam ja ständig, hat ja die Produktion kam zum Stillstand. Und ich glaube, das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein, weil wir dann nämlich von hier, wenn wir schon hier sind, auch gleich hier runter die ein bisschen Getreide versorgen. Und ja, wieso geht das nicht mehr hier? Ja, wir haben zwar Getreide da, aber ja, vielleicht hilft es trotzdem, dass da schon mal ein paar Einwohner dazugekommen sind. Tja, nochmal von vorne? Soll ich mit euch nochmal von vorne? Ich guck mal, wie weit ich noch komme. Mal sehen. Also erstmal fangen wir das hier an. Und schließen die Stadt noch mit an. So, wir versuchen. Ich muss mal gucken, wir könnten das da drüben machen. Hier geht es relativ flach, ne? Das sind nicht so keine Brücken, keine 15.000.
Sind da so teuer, die Brücke. Aber ehrlich gesagt, billiger geht's kaum. Ja. 100.000. Aber was soll man denen jetzt noch liefern? Holz eventuell. Müsste man auch erstmal anschließen. Aber bis der Zug da ist. Wir haben 8. Wir haben den hier. Die. Einmal klonen. Dann bringt er 2 Knäckebrot. Die Stadt wächst. Für 70.000 einen kleinen Bahnhof hier. Das werden wir uns hier wieder nicht leisten können auf Anhieb. Aber es geht eigentlich. Also, es ist wieder falsch rum. So. Und eine Zuglinie von hier nach da. Kein Geld für eine Lok. Kein Geld für ein Gleis. Aber möchte ich auch so gar nicht bauen. Ja, es ist schon September. Nee, komm, machen wir uns nichts vor. Ist totaler Quatsch. Das geht so nicht. Ich spiele mal so lange nochmal von vorne, bis ich die 3 Sachen hier wieder freigeschaltet habe. Und dann gucken wir, ob wir das mit Stockholm ein bisschen eher schaffen und auch mit einem goldenen Häkchen dran. So, der erste Teil war ja relativ schnell gemacht, ne? Also im ersten Quartal geschafft, die Geschichte alles mit goldenen Häkchen dran und jetzt eben Stockholm und es wurde aber freigeschaltet, also das Gebiet wurde uns freigeschaltet und das hier, Sörmland, kann ich noch nicht erwerben. Ich muss also oben rumgehen, den Weg hier nehmen und versuchen, Stockholm zu versorgen. Wobei ja mein Plan war, eigentlich das hier so schnell wie möglich freizuschalten. Und es geht ihm leider nicht. Also ich hatte wirklich gehofft, dass ich das hier rechtzeitig kriege. Oder vielleicht habe ich beim letzten Mal, beim ersten Mal gepennt sozusagen. Ja, und habe gesagt, ach, ist nicht so wichtig. Aber ich glaube eben, dass dieses Getreideding hier, die Farm wirklich wichtig ist. Na gut, das heißt, ich muss jetzt an der Stelle wieder so weitermachen, erstmal wie beim letzten Mal, also hier oben rum die Strecke bauen, Stockholm anschließen, Fische, Getreide und Wurstwaren liefern von ganz hinten, also die Schweine erstmal. Und sehen. Stockholm wächst Gemüse auch. Ne? Das sind so die Sachen, die wir hier machen müssen. Tja. Mal sehen. Erstmal fährt hier überhaupt schon ein Zug? Nee, ne? Ich muss den noch kaufen. Das ist der erste. Das ist unsere erste Getreidelieferung tatsächlich. Ne? Und wir haben es April und ich glaube nicht, dass wir noch eine hinkriegen. Wie viele Getreide haben die denn hier? Das heißt, ist gerade ein Zug mit Getreide unterwegs? Wir können ihn halt auch nicht klonen. Ne? Ich habe diesmal auch einen Professor bekommen. Der, was ist er hier? Auch Innovationspunkte. Aber ja, sonst nichts anderes. Also ein Professor, der mir Geld gegeben hat, dafür muss ich Innovationspunkte abgeben. Deswegen habe ich nur 2, obwohl ich eben noch überhaupt nichts freigeschaltet habe. Ein Bandit bringt mir nicht wirklich was. Das brauche ich jetzt nicht.
Tja, mal sehen. Ich pausiere wieder, melde mich gleich, wenn ich den Teil hier gebaut habe. Na, wenn ich so drüber nachdenke, wir haben es jetzt schon Juli, also hier vergeht wirklich viel Zeit, bis man das Geld zusammen hat, um nach Stockholm zu kommen. Also wir brauchen mindestens 150.000 für die Strecke und einen Bahnhof. Eigentlich 220.000, 230.000, um hier einen richtigen Bahnhof hinzubauen, der Stellwerke hat. Und meine Überlegung ist, was ist, wenn man von Anfang an diese Strecke hier verbessert, sodass also die Züge, die hier fahren und 2.000 pro Woche verdienen, wenn die hier ein bisschen schneller sind und nicht immer aufeinander warten müssen. Also doch investieren, zweigleisig die gesamte Strecke und mehr Züge, die hier hin und her fahren und möglicherweise sogar, das ist jetzt so eine kleine Idee, wie kann man denn dieses Ding hier und alles andere, was so weit im Norden ist, noch besser nutzen. Und da ist jetzt meine Idee, hier unten zwischen den beiden Städten ein Warendepot zu bauen. Also gleich am Anfang halt die Investitionen mit den Anleihen nutzen, Warendepot bauen, ganz viel Getreide hier runterbringen. Und dann ist halt im Winter, wenn die Züge verlangsamt sind, ist es eben nur noch eine kurze Strecke, die die fahren müssen. Vielleicht, ich weiß eben nicht, ob das hier unten einfriert, da müsste man nochmal gucken. Ja, dann fährt man es vielleicht hier hin. Liefert hier das Getreide und hat dann eine Strecke hier in die Stadt und hier möglicherweise können wir hier drüber. Hier können wir nicht drüber, okay, also es würde nur, na dann macht vielleicht so weit unten keinen Sinn. Aber ich probiere das mal aus. Die Idee war, glaube ich, ganz okay, gar nicht so schlecht. Also ich glaube, das ist richtig, die Waren hier unten zu sammeln, weil es ist zwar kürzer der Weg, und wenn es eingefroren ist, sind die Züge trotzdem langsam, aber es taut eher wieder auf. Also während hier oben noch gefroren ist, ist hier unten schon wieder der reguläre Zugverkehr möglich. Deswegen halte ich daran fest, aber die Strecke hier drüber zu führen und hier das Gleis sozusagen zu nutzen, bringt nicht ganz so viel. Man sieht, dass hier die Züge schon wieder stehen. Und das also ne, absolut Unsinn, die hier drüber. Man kann leider auch nicht sagen, im Bahnhof über welches Gleis. Ne? Also das ist so Transport-Fever-mäßig leider nicht möglich, dass man sagen kann, lasst ihn da auf Gleis 1 warten und beladen und entladen und auf Gleis 2 ist der Durchgangsverkehr. Ne? Dann würde es hier nicht so zu Staus kommen, aber kann man hier nicht machen. Man sieht hier, das bringt einfach mal nichts. Ich fange nochmal neu an. Ja, der neue Anlauf gefällt mir schon deutlich besser. Ne? Also hier durchgängige Strecke. Und hier ein Warendepot, was eben der Getreide sammelt und Knäckebrot und das weiter wegbringt. Schweine auch, aber Schweine habe ich noch gar nicht angeschlossen. Das ist da hinten, das war mir zu weit weg und vielleicht im Augenblick noch nicht so wichtig. Was diesmal aber passiert ist, Knäckebrot in Westeros. Ich habe nicht die Wurstfabrik selber gebaut, sondern habe die KI entscheiden lassen. Und da ist jetzt die Überlegung, ob man vielleicht eine manuelle Verbindung macht, also in Zug, also nicht die KI entscheiden lässt, was der Zug, wenn der von hier, nach da fährt, nach Stockholm, was der dann einlädt, sondern dass man das selber, also sagen wir mal, ganz Getreide hier, haben wir hier schon Knäckebrot am Lager? Noch nicht. Der Zug ist wahrscheinlich noch nicht oft genug hin und her gefahren, oder wir haben den noch gar nicht eingerichtet. Oder nee, Quatsch. Wir haben genug Geld. Ich mache jetzt das, was ich eigentlich schon. Aber eigentlich müssen wir das gar nicht mehr. Wir brauchen Öre pro, brauchen wir nicht. Jetzt habe ich ja. Ja, aber nein, ich will das gar nicht. Moment. Nein. Weg damit. Öre pro raus. Wir machen. Da wir jetzt hier die Bäckerei haben. Hier die Verbindung. Aber ich sehe gerade. Warte mal, dann ist das hier wieder blöd. Das kann weg. Das kann weg. Das dahin und dann nehmen wir nämlich hier noch frei. So. Und das nach da. Das ganze Geld schon wieder weg, wo sie eigentlich für einen neuen Zug ausgeben wollte. Das hier, das, nee, das da. Ja, weg und klick, klack und
Ja, einen neuen Zug, der jetzt das Getreide nach hier bringt, Knäckebrot wieder zurück. Und dann einen, der von hier nach da fährt. Und dann kann der ja Getreide und Knäckebrot mitnehmen. Oder wir machen einen, der die Priorität auf Getreide hat und einen auf Knäckebrot. Und dann sollte das schon fürs Wachstum von Stockholm reichen. Wir haben es jetzt Juli 53. Innerhalb von 12 Monaten wäre nice, ne? Wenn noch ein bisschen Geld übrig bleibt und wir die Fische herbringen können, dann wird es auf jeden Fall was. Aber das wird eben nicht vorm Winter. Also das, ja, dafür habe ich jetzt nicht genug Geld. Da müsste ich dafür. Ja, man könnte mit dem Professor, wenn ich ein bisschen Glück habe, was wartet denn hier? Neizer, ein Chefingenieur, Spion, Unterhändler, mit dem Professor nochmal Geld tauschen, ne, für Forschungspunkte oder so, aber. Ach. Ich glaube, das wird nichts. Was kostet die Lok? 31, dann los. Dann machen wir erstmal das. Die Verbindung hier ist ein bisschen doof gelaufen. Wo ist denn hier unser Versorgungsturm? Haben wir auf der Seite einen? Wir haben hier einen. Den könnten wir auch hier hinbauen. Dann. Warte mal. Wenn wir den hier hinsetzen, dann kriegt auch der andere Zug von dem was mit. Ist der gerade? Depot Örebro. Achso, wie was? Örebro. Moment. Was tut er denn? Ich verstehe das nicht. Hab ich nicht Draht aufgeklickt? Andererseits brauchen die natürlich auch ein bisschen Brot, also das wollen wir die nicht abstreitig machen. Aber. Oh nee, Moment. Ja, ihr seht schon, das ist knifflig, aber es wird. Und ich glaube, für heute ist die Folge rum. Verschiedene neue Anläufe, aber ich habe bei dem jetzt ein ganz gutes Gefühl. Ich sage danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.